Aber arbeitet schon mit 94 Grad. Das ist perfekt. So, zick, zack, da durch. Wasser. Ah, die Rohre da. Ne, gut, muss ich in Ruhe lassen. Sind die Könige inzwischen da? Piu, piu, piu. Könnte einer gewesen sein, ja. Aber nee, da oben ist nichts. Sieht da keine Ausrufezeichen. Oh. Ich habe sie wahrscheinlich übersehen. Also Könige scheinen tot zu sein. Königinnen brauchen wirklich ewig. Also es könnte gut sein, dass sie in zwei, drei Folgen erst hier auftauchen. Wie viele Roboter haben gerade nichts zu tun? 750. Weißt du was? Ich erlaube mir mal einen Scherz. Du. So. Kein Roboter mit Langeweile. Das könnte jetzt ein bisschen Strom verbrauchen. Aber ich kriege es so gebacken, dass hier die Kohle schon mal abtransportiert wird und wir eventuell das Ding echt dicht machen. Das heißt, ihr betreibt dann ein paar Folgen lang Raubbau, dass hier keine Kohle mehr ist und dann haben wir richtig viel Kohle als Vorrat in der Basis und dann reicht das auch erstmal. Das Ding sieht einfach doof aus. 2500 sind schon designiert, um abgeholt zu werden. Ah, gleich ist wieder Tag, dann gehen die Solarzellen auch wieder an. Wobei die Solarzellen auch jetzt schon produzieren. Weil es so Morgengrauen ist. Wobei 4 Uhr morgens Morgengrauen. Naja. Und da kommen die ganzen langsam. Die tut mir so leid. Und die will ich jetzt eigentlich auch noch ersetzen. Es reicht, wenn die. Wow, dann kann ich rüberlaufen. Ich werde nie wieder den Boden berühren müssen. Alter Schwede. Gut. Die Logistikkisten werden definitiv gefüllt. Er ist auch wieder fleißig am Arbeiten. Nicht so schnell, wie er könnte, weil ich keine schnellen Fließbänder habe. Warte mal ganz kurz. Gib mir mal. Die da? Könnten sogar im System vorhanden sein. Gib mir mal 40 Stück davon. Oh, das war. Oh, aua. Das war eine von den Königinnen. Ich krieg Stahl. Bisher sehe ich aber kein Fließband zu mir fliegen. Oh ja, und die ganzen Roboter wollen alle aufladen. Das wäre auch noch so ein Luxusding, das ich bald mal erforschen sollte. Roboports MK2. Königin Nummer 3, die gar nichts macht. Alle Roboter haben noch zu tun, aber das Ding ist schon halb leer. Sehr gut. Und da sind die ersten Express-Bells. Aber nur 3 Stück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehr. Oh. Ja, ich hatte mehr, aber ich habe sie auch gleich bei der Schlacke verbaut. Na gut, dann mach die weg und mach dafür rote halt hin. So, gib mir rote, dann kann ich das hier ein bisschen schneller machen. Ding, 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 ding. Ein Splitter wäre eigentlich. Ich soll es nicht übertreiben. Gib mir rote Fließbänder und dann ist gut. Was ist mit dir? Du hast auch noch ganz viel Kram. Mach daraus bitte eine. Was? Wir haben keine lila Kisten? Ah, doch, da. Mach daraus bitte eine lila Kiste, weil wir brauchen die Ärmchen gar nicht mehr da. So, aufladen, aufladen. Was sagt Strom? Strom sagt super. Alles toll. Okay. Töten? Nee, komm, gib den Roboter noch ein paar Sekunden, um dir die Fließbänder zu geben. Danach können wir töten. So, und dann noch ganz schnelle Ärmchen für extrem einsammeln. Na gut, jetzt töten. Töten und einsammeln. Was bist du? Tungsten. Oh, hallo. Nicht mehr folgen, nicht mehr. Ah. Es dauert wieder 20 Folgen, bis die bei der Basis sind. Weg, weg. Oh, König. Was? König? Spucke? Ja, hallo? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ja. Kommen alle mit runter. Also ist doch nichts mit Töten. Weil das Parsing ist irgendwie kaputt.
Es kann langsam sein, dass zu viele Sachen gleichzeitig unterwegs sind. Also Roboter zum Beispiel. Und deswegen werden die, die etwas außerhalb stehen, gar nicht mehr geladen. Mal gucken. So, ihr werdet durchgehend repariert und ersetzt. Ist okay. Kam gerade ein Angriff von links. Da ist eigentlich gar nichts. Also inzwischen wahrscheinlich schon wieder. Hm? Ja. Aber ich wollte ja nicht töten. Erstmal die ganzen Restposten da weg. Was mache ich denn Schönes? Ich habe noch genug Munition, muss also keine neue herstellen. Also, Patze. Ditec Science Pack 6. Ist in Arbeit, aber anscheinend nicht schnell genug. Warum arbeitet ihr nicht? Braucht Biter Science Packs. Wir haben keine Biter Science Packs und das andere auch nicht. War Science Packs haben wir auch nicht genug. Ja. Da fehlt noch eins. Grün, braun, gelb, weiß. Grün, braun, gelb, weiß. Und Technology Science Packs haben wir auch nicht genug. Also die drei. Und den hapert's gerade irgendwie. Braucht irgendeiner von denen Stahl? Dann wüsste ich eventuell, woran es liegen könnte. Da sind die normalen. Hier sind die abgefahrenen. So, du brauchst Artefakte. Okay, das ist ein Argument. Du bekommst jetzt mal Hälfte rein, Hälfte wieder raus. So, Artefakte. Du kannst nicht produktiv laufen. Nein. Was fehlt dir? Plastik und Rubber? Das wird doch ohne sein, oder? Nee, brauch echt beides. Ja, komisch. So, und was fehlt dir? Gar nichts. Du bist am Arbeiten und wirst nur abtransportiert. Und hier sind auch 16. Das könnte gut sein, dass es einfach daher kommt, dass die Roboter alle unterwegs sind. Deswegen kriegt halt nicht jeder das, was er eigentlich braucht. Strom geht so. Ich glaube, ich sollte langsam damit aufhören. Wo ist meine Large Provider Chest da? Zack. Schluss damit. Schon haben wir 750 arbeitslose Roboter. Irgendwas fliegt irgendwo in die Luft. Sogar relativ nah, wenn ich es... Oh, da. Wow, Artilleriebeschuss. Da kümmere ich mich mal persönlich drum. Genau. Er hat eine ganz schön komische Hitbox. Also ich weiß, ich treffe sie voll, wenn keine Pünktchen hinten rauskommen. So, 11 Magazine noch. Hat mir aber eine Menge Türme gespart, glaube ich. Und Nerven wegen Pew, 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 Pew. Nee, wow, 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 wow. Eher. Gibt ja kein Pew, Pew, wenn die Spucker snipern. Königin tot. Apropos Königin tot. Mach mal. Da. Das mit den Biter-Eggs in der Fabrik hatte ich schon mal getestet, ne? Ja, hatte ich. Ich teste es mal bei den neuesten Fabriken. Also bei den MK6-Dingern. Habe ich davon was dabei? Ja, habe ich. Ich setze einfach mal dahin. Nee, geht nicht. Okay. Weg. So, Stahl. Guck mal in die Kiste. Was haben wir? Oh. Kupferplatten genug, Eisenplatten genug. Stahl sehe ich nicht. Ich sehe allerdings auch kein Roheisen. Was komisch ist, denn der Typ hier oben sollte eigentlich durchgehend am Laufen sein. Aber wahrscheinlich wurde das Eisen gar nicht schnell genug abgeholt. Der da. Und da ist eine ganze Menge. Muss nur abgeholt werden. Achso, doch da. 3400 Roheisen. Das ist okay. Ist alles hier in der Kiste. Eisenplatten halten sich auch. Das heißt, es hängt echt nur daran, dass wir nicht genug Möglichkeiten haben, Eisenplatten in Stahl zu verwandeln. Das wären die Jungs hier. Zwei Stück haben wir davon. Könnte ich jetzt neu bauen.
Aber das ist Schwachsinn. Ich muss einfach nur Geduld haben, wenn das Ding... Das Ding steht ja fast. Wenn das Ding erstmal steht, dann haben wir auch gar keinen Bedarf mehr an so viel Stahl. Jedenfalls vorerst. Offshore-Pumps. Hatte ich die nicht reingeschmissen ins System? Na gut, ah ne, habe ich bei mir liegen lassen. Ich hätte gerne noch eine Offshore-Pump. Und ich hätte gerne grüne die da und die platziere ich dann selber. So dass ich richtig schön positionieren kann, wo die hingehören. Also damit die nächste Reihe anfängt zu arbeiten. So, Storage S ist am Arbeiten, die brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Oh doch, du bist ja gut, komm her. So. Gut. Da brauchen wir die grünen Rohre. Wasser sollte ja eigentlich erstmal... okay, Verbindung da wäre vielleicht nicht schlecht. Und so. Das heißt, es hapert jetzt an einem Boiler. Ernsthaft? Okay, Bau... Mist. Ich brauche Stahl. Bau erstmal den MK3-Boiler. Und bis der fertig ist, haben wir hoffentlich Stahl. Ah, Stahl. So wenig Stahl. Braucht noch 29. Das war Eisen, nicht Stahl, du Roboter. Schon wieder Eisen. Was war das? Alles nur nicht Stahl. Und ich werde bestimmt gleich eingemauert, wenn ich hier stehen bleibe. Geh mal raus da. So. Ja, nur die eine Reihe. Dafür läuft die mit 100... Achso, mit 100% Temperatur, super Auslastung, ist alles gut. Akkus? Akkus sind wieder voll. Schön. Haben wir inzwischen genug Sapphire, damit wir den Turm weiterbauen können? Ich gucke mal in der falschen Kiste. Ein Raw Sapphire. Wo? Was? Hä? Was machst du damit? Oh. Wo bist du hingeflogen? Du. Ich sehe dich. Was? Hä? Advanced Batteries. Was? Advanced Battery verfolgen. Ach, Scheißendreck. Ja, gut. Das habe ich irgendwie verdrängt, dass wir da richtig viel Zeug verballern. Ich will... Nee. Das Ding muss jetzt leider warten. Ja, wobei. Das ist doof. Okay, stopp. Da, nein, da. Mach Raw Sapphire wieder rein. 5. Ja, 10, so. Also wir brauchen all unser Raw Sapphire, um die Science Packs herzustellen, um diese Forschung da zu beenden. Wenn diese Forschung da beendet ist, dann kann ich erste Experimente mit dem Turm machen. Das ist doch doof. Das heißt, ich muss mehr Sachen töten, die blaue Sachen droppen. Oder mehr zur Basis locken, besser gesagt. Was haben wir denn an... Wo werden die blauen produziert? Du? Elder Biter, ja. Wie viele Leichen haben wir da? Und fast gar keine. Du brauchst gar keine Speed-Module. Das ist schade. Ich hatte irgendwie drauf gehofft, dass hier eine ganze Kiste voller Elderbiter ist, aber die Maschine ist einfach nicht schnell genug. Aber nö. Das sind einfach zu wenig. Boiler? Bau einen Boiler endlich. Da. So, komme ich hier noch irgendwo durch? Zack. Oh, sehr schön. Raus. So, du arbeitest mit 100%. Du gehst langsam Richtung 60. Hoffentlich dann auch gleich höher. Das heißt, jetzt sollten wir langsam keine Stromprobleme mehr haben, weil wir haben die Anlage jetzt schon zur Hälfte kopiert.
bald noch mehr. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich... Oh, wir kriegen das immer noch nicht hoch. Menno. Kaschan. Ich will das ganze Ding nicht nochmal copy-pasten müssen. Jedenfalls nicht so schnell. Geplant ist das so oder so. Das Ding wird umgezogen, das Ding kommt weg und dann wird das ganze Ding hier noch ein, zwei, dreimal copy-pasted. So lange, bis wir absolut keine Stromprobleme mehr haben. Das alte Ding hier kann dann auch weg. Können wir benutzen, um das neue aufzubauen, so halbwegs. Ja. Aber bleibt natürlich erstmal bestehen, weil wir Strom brauchen, wie wir sehen. Ja. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Haben wir wenigstens inzwischen Stahl? Ne, keine guten Nachrichten an der Front. Na gut, dann speichere ich jetzt erstmal ab. Und in den nächsten Folgen gucken wir, wie wir weitermachen. Also bis denne.